Zeuge Ludwig Damm, Verwaltungshauptsekretär, 53 Jahre alt, 80. Verhandlungstag, 21.08.1964. Man hat pflichtgemäß auf die Bedeutung und die Wichtigkeit des Eides aufmerksam machen und Sie wurden Strafen des Meineids verwarnen. Halten Sie sich in allen Teilen Ihrer Aussage unbedingt an die Wahrheit. Ihr Eid bezieht sich auch auf die Angaben über Ihre Person als auf Ihre Personalien. Sollten Sie eine Frage beantworten müssen, durch deren wahrheitsgemäße Beantwortung Sie sich selbst einer strafbaren Handlung bezichtigen müssten, haben Sie das Recht, die Aussage zu verweigern. Ja. Sie heißt mit Vornamen Ludwig. Ludwig Damm. Wie alt? 53. 53 Jahre alt? Sind Sie schon 53? Jawohl, am 15.8. Am 15.8. Ja. 53 Jahre alt von Beruf? Verwaltungsbeamter. Verwaltungsbeamter. Hauptsekretär. Hauptsekretär. Ja. Sie wohnen in Murlautern? Murlautern, bei Kaiserslautern. Bei Kaiserslautern. Sind Sie verwandt oder verschwägert mit den Angeklagten? Nein. Nein. Damm, Sie sind im Jahr 1931 in die SA und die NSDAP eingetreten, ja. Haben dann im Juli 1933 gewechselt und sind zur SS übergetreten. Ja. Sie haben, was war damals der Grund dafür, dass Sie zur SS gegangen sind? Ja, was soll ich da sagen? Ich habe einen Freund gehabt, einen Kameraden, der hat mir das geschildert, dass hier doch die SS etwas ganz Besonderes sein, etwas Reines, etwas Heeres, also man darf keine Strafe haben. Und in dem guten Glauben, als Idealist, bin ich dabei getreten. Sie sind dann im Jahr 36 Scharführer gewesen. Ja. Und wurden im gleichen Jahr Bürgermeister in Murlautern. Im Jahr 36. Ja. Nach dem Krieg sind Sie erneut dort wieder zum Bürgermeister. Im Jahre 52 waren Sie wieder Bürgermeister. Ja, ja. Und sagen Sie, wie viele Personen waren für die Wahl des Bürgermeisters dort verantwortlich? Ja. War da nicht ein Ausschuss, der den Bürgermeister gewählt hat? Der Gemeinderat. Der Gemeinderat. Ja. Und der bestand aus wie vielen Mitgliedern? Aus 15 Mitgliedern. Aus 15 Mitgliedern. Ja. Und wie viele von diesen 15 Mitgliedern haben sich entschlossen, Sie zum Bürgermeister zu wählen? Ich glaube, es waren 13. 12 oder 13. 12 oder 13, also genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und waren die in der Partei unterschiedlich? Das war SPD, war eine katholische Liste, also eine bürgerliche Liste, nochmal eine rein evangelische Liste. Ja. Also jedenfalls, es waren verschiedene Gruppen, ne? Verschiedene Gruppen, ja, ja, die Sie damals wieder zum Bürgermeister gewählt haben. Nun, Herr Damm, wann sind Sie bei der Waffen-SS eingerückt? Im August 1941. 41. Und zwar zu welchem Regiment? Zum Artillerieregiment nach München. Nach München, Freising. Freimann. Freimann, ja. Ja. Und sind Sie... Wie sind Sie dorthin gekommen zu dieser Waffen-SS? War das Ihr Wunsch? Nein, ich bekam eine Vordrucke über Sand. Gestatten Sie, Hussrich, darf ich meine Unterlagen zur Hand nehmen? Ich habe verschiedene Notizen gemacht. Ich war im 1940 lag ich 6 Wochen lang im Krankenhaus in Ludwigshafen durch eine Gefäßkrankheit. Und im Januar 1941 bekam ich Formblätter über Sand von der Waffen-SS, von dem Ergänzungsamt in Wiesbaden. Ich soll mich hier die Bogen ausfüllen und soll mich zur Untersuchung melden. Und mit diesen Unterlagen bin ich zum Bezirkskommando gegangen. Und aufgrund meiner vorhergegangenen Krankheit haben die Unterlagen im Krankenhaus angefordert. Und ich wurde dann erneut durch die Wehrmacht gemustert, also untersucht. Und das Wehrmeldeamt
hat die ganzen Unterlagen der Waffen-SS zurückgeschickt. Ja. Und daraufhin bekamen Sie das Schreiben vom 1. Februar 1941. Ja, wurde mir Disziplinlosigkeit vorgeworfen und ich wurde dann auch anschließend protokollarisch vernommen und bekam dann eine Strafe. Worin bestand die Strafe? In einem Verweis. Ja. Ja. Eigentlich, Hohes Gericht, muss ich etwas zurückschalten. Im Jahre 36, seit dem Jahre 36 habe ich eigentlich keinen Dienst mehr gemacht bei der SS. Ich habe im selben Jahr geheiratet und musste meinen Ahnennachweis vorlegen, und zwar dem Rasse- und Siedlungshauptamt in Berlin. Von dort aus bekam ich dann die Mitteilung, also dass eine Heiratsgenehmigung nicht erteilt werden kann, da ich verdächtig wurde, jüdische Vorfahren zu haben. Und trotzdem habe ich natürlich geheiratet. Und auch dort wurde ich wieder vorgeladen, wurde wieder vernommen. Aber seit dieser Zeit, also habe ich keinen Dienst mehr gemacht. Ja, also Sie haben den Brief bekommen vom 1. Februar. Damals hat man Sie einer schweren Disziplinlosigkeit beschuldigt und hat Ihnen erneut Vordrucke geschickt, die Sie dann ausgefüllt haben. Und so kam es, dass Sie zur Waffen-SS eingezogen wurden. Ja. Ja, Sie sind dann von dem Ersatzbataillon in München-Freimann wohin gekommen? Ich war ungefähr ein Jahr lang bei dem Artillerieregiment. Aufgrund des Gefäßleidens wurde ich also für Bürotätigkeit... GVH geschrieben. Ja, für Bürotätigkeit geschrieben und habe dann eine Verwaltungsausbildung mitgemacht. Eines Tages hat mir der Batteriechef mitgeteilt, dass Leute gesucht werden, also die nicht frontverwendungsfähig sind, zum Aufbau einer kommunalen Verwaltung. Er hat mir das mitgeteilt, dass er mich nach Berlin gemeldet habe. Ja. Und so kam ich Anfangs August 1942 nach Auschwitz zum Aufbau der Bürgermeisterei. Das ganze Gelände sollte ein sogenannter Wehrmachtsgutsbezirk bilden. Also das Reich, das deutsche, damalige Deutsche Reich ist Eigentum des gesamten Grunden Bodens und wurde verwaltet vom Fiskus Waffen-SS. Das war genau wie hier im Reich die Truppenübungsplätze, die ja mitunter auch eine eigene kommunale Verwaltung gehabt haben. Die Ausführende, also diese Verwaltungsbeamten, das waren Militärverwaltungsbeamten, den Begriff, ich glaube, hat man bei der Waffen-SS nicht gekannt. Und so kam ich dahin zum Aufbau dieser Bürgermeisterei. In diesem Gebiet lagen 7 Dörfer, die dem Landrat in Bielitz unterstanden und vollkommen getrennt waren von dem Konzentrationslager. Ja, das war also eine reine zivile Angelegenheit. Ja. Nun, bei wem haben Sie sich denn in Auschwitz gemeldet? Ich musste mich bei dem Leiter der Verwaltung, das war Sturmbannführer oder Obersturmbannführer Burger, melden. Ja. Ja. Und da wurde dann die Genehmigung, also die mussten ja eine Genehmigung haben, dass ich da abkommandiert. Das heißt, ich bin sowieso über das Wirtschaftsverwaltungshauptamt dorthin abkommandiert worden. Aber zur Ausübung meiner Tätigkeit die Genehmigung des Landrates einholen. In Bielitz. Ja. Ja. Und über die Eigenart Hohes Gericht des Amtsbezirks liegt auch ein Gutachten vor. Ja, nun wollen wir Sie Folgendes fragen. Sie haben sich also zunächst bei diesem Burger gemeldet, dem Verwaltungsführer. Ja, ja. Was hat er Ihnen denn gesagt, was Sie machen sollen? Ja, er hat sich vor allen Dingen mal interessiert über das ganze Gemeindewesen, über Kommunalwesen. Und solange bis die Genehmigung des Landrates für die Ausübung meiner Tätigkeit da war. Nicht da war?
solange sie nicht da war, wurde ich dann der Häftlingsgeldverwaltung zugeteilt. Der Häftlingsgeldverwaltung, ja. Was verstand man darunter? Ja, genau wie auf einer Bank, da wurden Konten geführt, also Häftlinge, die Geld eingezahlt haben oder von Angehörigen geschickt wurden, die wurden ordnungsgemäß gebucht und jeden Monat war eine Auszahlung in Form von Gutscheinen. Von Gutscheinen, ja. Sagen Sie bitte, konnte jeder Häftling sich da Geld schicken lassen? Ja, also das kann ich auch nicht genau sagen. Es waren Menschen verschiedener Nationen, das habe ich festgestellt. Waren auch Juden drunter? Also das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ihre Tätigkeit bezog sich aber insbesondere auf welche Art von Häftlingen? Das waren Frauen. Weibliche Häftlinge. Frauen, ja. Ja. Und wo haben Sie Ihren Dienst ausgeübt? In der Standardverwaltung. Standardverwaltung. War die außerhalb des engeren Lagerzauns? Ja, das war vor dem Lagerzaun. Ja. Ja. Und Sie hatten also dort diese Konten zu führen, das Geld zu verwalten, eventuell auch Gutscheine herauszuschreiben. Und wie haben Sie diese Gutscheine nun an die Häftlinge angebracht? Ja, da war ein Tag festgesetzt, jeden Monat. Und da bekamen wir gut, also durch den Geldverwalter oder Kassenverwalter, bekamen wir die ausgehändigt gegen Quittung. Und dann wurden die ausbezahlt, also je nachdem, was entsprechend auf dem Konto war und was die Betreffende verlangt haben. Ja. Ja. Und wo sind Sie da hingegangen zu diesem Zweck, um das zu machen? Ja, das waren so Steinbauten. Also genau. War das im Lager selbst? Ja, das war im Lager selbst. Wie sind Sie denn da reingekommen? Ja, da war Poste dabei oder irgend so, ich weiß auch nicht mehr. Sie hatten damals noch den Rang des Scharführers? Nein, nein. Sondern? Sturmmann. Sturmmann? Ja, ja. Und von wem mussten Sie denn die Erlaubnis haben, da reinzugehen in das Lager? Ja, das weiß ich auch nicht von wem. Das war alles organisiert, nicht? Also unser Chef, unser Abteilungsleiter war das ja... Das war Burger? Ja, das war der Leiter der Gesamtverwaltung. Ja. Ja. Und wer war Ihr Abteilungsleiter? Das war der Obersturmführer Kretzer. Kretzer? Ja. Und der hat Sie dorthin geschickt? Ja, das war eine ganze Abteilung, die so Konten geführt haben. Ja. Und, also die Organisation, wie das war das? Und wenn Sie nun also da hinein mussten ins Lager, wo haben Sie sich da gemeldet? Vorne bei der Blockführerstube oder? Ja, da stand schon jemand. Ne? Ja. Ich weiß nicht, das war irgendein... Wer das war, weiß ich auch nicht. Und die sind dann mitgegangen und, glaube ich, waren noch Posten dabei. Allein dürften Sie nicht ins Lager? Nein, allein nicht. Und da war irgendein Raum, war da schon vorgerichtet. Die Frau kam, da hat der Tisch gestanden. Da haben wir unsere Karten dahingelegt, die Bons. Und die Frauen, die kamen da und haben, sich die Bons haben ihren Namen abholen. Genannt und haben die Bons gegen abholen. Unterschrift die Bons in Empfang genommen. War das nur in einem Bau, wo das vor sich ging? Oder waren Sie dann verschiedene Gebäude? Das wissen Sie nicht mehr. So genau. Waren das kranke Frauen, die da drin waren? Nein. Wissen Sie, ob neben diesem Bau die Arrestzellen waren, der sogenannte des Häftlingsarrestlokal? Das kann ich nicht sagen. Das wissen Sie auch nicht. Herr Vorsitzender, es war so kurze Zeit, es waren nur praktisch einige Wochen, die ich dort war. Ja. Nun, nachdem Sie also diese Wochen, diese Tätigkeit vollbracht hatten, sind Sie was geworden? Ja. Und was haben Sie für eine Tätigkeit bekommen? Im September 42, ja, da kam ich dann ins Lazarett, da habe ich irgendeine Fieberkrankheit bekommen. Und im November und Dezember, ich habe den Landrat meiner Heimatkreises angeschrieben und habe ihn gebeten, er möchte ein Arbeitsgesuch einreichen für mich. Und das ist auch durchgegangen, so war ich im November und Dezember war ich nicht mehr da. Im November, Dezember waren Sie 42 nicht mehr da, war ich nicht sondern da. Wo waren Sie da? Da war ich dann zu Hause. Ne? Zu Hause? Ja, ja.
Und zwar haben Sie zu Hause in der städtischen Verwaltung wieder gearbeitet? Ja, auf der Gemeindeverwaltung. In Murlaudern? In Murlaudern, ja. Das waren 2 Monate? Ja, 8 Wochen waren es. Circa 8 Wochen. Circa ja. 8 Wochen. Ja, ja. Das war um die Jahreswende 42 auf 43. Ja, ja. Und als Sie zurückkamen? Ja, also ich, da hatte ich noch eine Sache anhängig. Ich habe mich, also das, was ich so gesehen, ich war erschüttert, wie ich die Frauen da gesehen habe. Ich habe gar nicht gewusst, dass Frauen, dass man überhaupt Frauen einsperrt. Und ich war derart erschüttert, und was man noch so gehört hat. Und deswegen habe ich auch den Landrat angeschrieben und habe ihn gebeten, er möchte ein Arbeitsgesuch einreichen und sollte mir helfen, dass ich aus dieser Umgebung, wie ich komme. Der Landrat, Oberregierungsrat Müller aus Kaiserslautern, hat das auch getan. Und ich habe dem Mann nun geschildert, was ich so gehört habe. Ich habe es auch in meiner Heimat gesagt. Ich habe aus meiner inneren Empörung keinen Hehl gemacht. Und ich war entsetzt, ich war schockiert. Und das End vom Lied war, gute Freunde haben mich bei der Wehrmachtsstandortkommandantur in Kaiserslautern welche defaitistischen Äußerungen beanzeigt. Ich wurde vorgeladen zur Wehrmachtsstandortkommandantur und der Gerichtsoffizier, ein Hauptmann Marschall, es war zum Glück ein guter Bekannter von mir, er war Lehrer von Beruf, ich habe ihn gekannt. Er war erschüttert, er sagte, Sie sind es, was mache ich da? Sagte er, Damm, Sie sind beanzeigt. Sie haben Aussagen gemacht, ich hätte eine starke Beunruhigung in die Bevölkerung getragen, ich hätte die kriegsfreudige Stimmung untergraben. So hat wörtlich die Anzeige gelautet. Also Herr Marschall, ja, so und so, ich habe das gesagt. Und er sagte, ich muss die Meldung weitergeben, der Standortkommandant, der General besteht darauf. Also Herr Marschall, wissen Sie, was das für mich bedeutet? Er sagte, es tut mir leid. Und er hatte mir noch Instruktionen gegeben, wie ich mich zu verhalten habe. Und so fuhr ich dann frühzeitig weg. Ich wurde unterdessen auch noch gewarnt. Der SD oder der Gestapo hat sich noch eingeschaltet. Also man hatte mir gedroht, das schon zu Hause mit Verhaftung. Ich wurde als Verräter hingestellt. Menschen haben ausgespuckt. Und so fuhr ich dann rüber und habe mich gemeldet. Bei wem? Bei Hauptsturmführer Mulka. Warum? Ja, der Gerichtsoffizier hat mir das, ich muss mich melden, wenn ich darüber komme. Ja, aber Ihr Vorgesetzter war doch Burger. Ja, das muss der Gerichtsoffizier gewesen sein, ich weiß ja Mulka. Auch nicht. Ja, ich nehme es an, ja. Ich weiß es nicht. Jedenfalls musste ich mich, bin ich dorthin verwiesen worden. Ich bin auf die Kommandantur gegangen, ich habe Burger Bescheid gesagt oder irgendjemand, ich weiß jetzt nicht, ob er da war, und wurde dann zur Kommandantur verwiesen, ins Vorzimmer, zum Spieß oder irgendjemand, und dann wurde ich zu Herrn Mulga vorgeführt. Und wie ging es so weiter? Ja, ich habe schon für Herrn Mulga geschildert, das und das ist mir passiert. Und die Meldung war noch nicht da. Und Herr Mulga hat gesagt, ist aufgestanden und hat gesagt, ich wäre ein Landesverräter. Und sobald die Meldung einläuft, käme ich vor das Militärgericht. Ich war natürlich erschüttert. Ich habe mich sofort mit Herrn Kretzer in Verbindung gesetzt. Und ich glaube, dass ich auch dem Mann mein Leben zu verdanken habe. Es hat tagelang ist es hin und her gegangen. Und ich weiß es nicht mehr genau. Nach einigen Tagen ist dann Herr Kretzer gekommen und hat gesagt, ich glaube, wir haben es geschafft. Und da wurde ich vorgeladen es fällt mir ein, Herr Kretzer hat irgendeinen Vorfall gewusst von auch einem Offizier, der auch so gedacht hat und geschimpft hat. Und
dessen Sachen wurden niedergeschlagen. Und da hat der Herr Kretzer gesagt, wenn der Dampf für das Militärgericht kommt, dann stellt der Antrag, dass der Fall auch aufgegriffen wird. Und daraufhin wurde ich dann vorgeladen zur Gerichtsabteilung. Es standen einige Männer drin. Und einer sagt, ich soll herkommen, soll unterschreiben. Und er gratuliert mir zu meinem neuen Geburtstag. Und den Strafbefehl habe ich noch hier. Zeichnen Sie mal vor. Dankeschön. Der Zeuge überreicht beglaubigte Abschrift einer Urkunde, die folgenden Wortlaut hat: Konzentrationslager Auschwitz, der Kommandant Auschwitz, den 5. Januar 1943. An den SS-Stürmer Ludwig Damm, Auschwitz. Ich bestrafe Sie gemäß DBO für den mobilen Zustand, § 8 Absatz C, Ziffer 2, mit einem strengen Verweis, weil Sie während Ihres Urlaubs entgegen den bestehenden Befehlen und Vorschriften handelten. Begründung: Während Ihres Urlaubs im Dezember 1942 unterhielten Sie sich mit Soldaten und Parteigenossen über das Judenproblem und tätigten hierbei Äußerungen über die Lösung der Judenfrage in Auschwitz. Durch dieses Verhalten, welches unter Umständen geeignet war, Unruhe in die Bevölkerung zu bringen, handelten Sie entgegen den Ihnen bekannten Befehlen. Ich habe lediglich aufgrund Ihrer bisherigen einwandfreien Führung und einer anderweitigen guten Beurteilung von einer strengeren Bestrafung abgesehen und erwarte, dass Ihnen dieser Vorfall als Lehre für die Zukunft dienen wird. Folgt das Siegel, Unterschrift gezeichnet Höss, SS-Obersturmbannführer und Kommandant für die Richtigkeit der Abschrift, Landratsamt Kaiserslautern, folgt die Unterschrift. Herr Vorsitzender, ja? Darf ich bei dieser Gelegenheit die Fotokopie aus den in Polen befindlichen Personalakten des Zeugen Damm vorlegen, damit das Gericht Gelegenheit hat, zu vergleichen, ob diese Fotokopie mit der Verfügung übereinstimmt. Und hier in dieser Fotokopie ist noch ein Zusatz, dessen Verlesung ich beantragen möchte. Da ist nämlich das Datum angegeben, an dem ihm die Strafverfügung bekannt gegeben worden ist. Das ist immerhin wichtig im Hinblick darauf, um festzustellen, ob und wann der Angeklagte Mulga im Lager war, beziehungsweise wann er krank war. Also, es ist hier vorgelegt worden, eine Fotokopie des Originals des Schreibens, das hier in beglaubigter Abschrift mir vorgelegen hat. Und zwar ist der Inhalt derselbe. Es ist die Originalunterschrift von Höss mit fotokopiert. Und dann ist unten drunter noch geschrieben, meine Bestrafung mit einem strengen Verweis. Laut Verfügung des Kommandanten vom 5.1.43 wurde mir bekannt gegeben und die Strafverfügung ausgehändigt. Auschwitz, den 5. Januar 1943, Ludwig Mulga oder Ludwig? Damm. Ach, Ludwig Damm. Ja. Ja, ich habe das Original auch hier. So, dann geben Sie es her. Ja, Sie bekommen es gleich wieder. Die Fotokopie wurde mit dem von dem Zeugen vorgelegten Original verglichen, wobei auf der Urkunde, die von dem Zeugen vorgelegt wurde, der Vermerk über die Aushändigung der Strafverfügung nicht enthalten ist. So, ich danke schön. Herr Vorsitzender, ich glaube, in diesem Vermerk über den Zeitpunkt der Aushändigung, da verdeckt der Stempel das Wort heute. Ich glaube, es ist meine Bestrafung mit einem strengen Verweis wurde mir heute bekannt gegeben und die Strafverfügung ausgehändigt, am 5. Januar 1943. Nun, Herr Zeuge, ist es denn richtig, dass Sie am selben Tag
diese Urkunde ausgehändigt bekommen haben, an dem die Urkunde datiert ist? Ja, also ich wurde vorgeladen und habe das ausgehändigt bekommen. Ich nehme an, dass ich weiß es nicht. War bei dieser Gelegenheit auch der Angeklagte Mulka dabei? Nein. Wer dieser? Es war im Vorzimmer, also auf dem Geschäftszimmer der Kommandantur oder Gericht. Wer da dabei war, wissen Sie nicht? Nein, also die Leute kenne ich nicht. Die kannten Sie nicht? Nein. Sie haben mit Mulka nur einmal gesprochen, nämlich als Sie sich zurückmeldeten und ihm gleich gesagt haben, was los war. Ja. Und da hat er gesagt, Sie wären ein Landesverräter? Das wäre Landesverrat. Wäre Landesverrat. Also das Wort vergesse ich nie in meinem ganzen Leben. Und er würde, wenn die Sache käme, dem Kriegsgericht übergeben? Ja, vor das Militär und Militär Polizeigericht gehen. Ja, nachdem Ihnen also nun dieser Verweis erteilt war, wo sind Sie dann weiter beschäftigt worden? Ja, dann war ich ausschließlich für kommunale Zwecke tätig. Das ging los im Januar, also zuvor schon habe ich schon mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen. Draußen in Reisgau wurde in der Nähe des Hygieneinstituts ein Büro oder zwei Büroräume gemietet. Später wurde dann an der Straße zur Lederfabrik ein eigenes Gebäude gebaut, also so eine Luftwaffenbaracke mit Büroräumen, und da war dann der Amtsbezirk untergebracht. Mhm. Wir hatten ungefähr sieben weibliche Bedienstete da, also aus Oberschlesien, die uns vom Arbeitsamt zugewiesen wurden. Amtskommissar war in Personalunion der jeweilige Leiter der Standortverwaltung. Es waren auch sieben Dörfer, die zu diesem Bereich gehören. Also die Aufgabe war dann das gemeindliche Steuerwesen. Ja, also die zivile Verwaltung. Nun, der Amtskommissar, sagten Sie, war der jeweilige Kommandant. Wer war denn das? Der jeweilige Leiter der Standortverwaltung. Standortverwaltung, ja. Wer war denn das? Ja, das war der Sturmbannführer Burger. Aha. Und später war es dann der Sturmbannführer oder Obersturmbannführer Möckel. Möckel. Also immer in Personalunion jeweils der Leiter der Standortverwaltung. War gleichzeitig der Amtskommissar. Amtskommissar. Also sozusagen der Bürgermeister. Sodass Sie also mit dem Kommandanten von Auschwitz nichts zu tun hatten? Nein. Und auch nicht mit seinem Adjutanten? Nein. Es sei denn, es waren verschiedene verheiratet und haben ihre Familie da gehabt, die dann einwohnermäßig als von Ihnen erfasst wurden. Erfasst waren, als auch für die also Versorgung, die Lebensmittelkarten und so weiter in Empfang genommen haben. Ja. Nun sagen Sie bitte, Sie sind also in das Lager nur in den ersten 4 bis 6 Wochen reingekommen, wo Sie da waren. Ja, ja. Und nur dann, wenn Sie die Gutscheine ausgegeben haben, sodass Sie das Lager sonst überhaupt nicht kennengelernt haben. Zur Entlausung muss man also auch mal rein. Ne? Ja. Ja. In so Wäscherei oder so, oder Waschraum oder sowas. Haben Sie bei dieser Gelegenheit irgendwie Einzelfälle beobachten können? Ich will mal sagen, dass Leute dort zusammengeschlagen worden sind, Das habe ich nicht gesehen. Haben Sie die Tätigkeit der politischen Abteilung näher beobachten können? Sie waren doch ganz in der Nähe untergebracht. Beziehungsweise wie bei der Standortkommandantur, wie Sie dort saßen, war doch die politische Abteilung ganz in der Nähe. Die war aber nicht im Verwaltungsgebäude. Aber da waren doch nebendran Baracken. Das Krematorium war doch gegenüber. Ja, da stand an der Ecke. Ja? Ja. Und? Na, also das kann ich nicht sagen. Da wissen Sie nichts davon. Haben Sie das Krematorium aber gesehen? Ja, man ging vorbei. Man muss ja vorbei. Haben Sie auch erlebt, dass in diesem Krematorium Menschen getötet worden sind? Nein. Nein, das habe ich nicht. Ist Ihnen denn von dem übrigen Personal des Lagers Auschwitz außer Mulka jemand und den Verwaltungsleuten, mit denen Sie da zusammen waren, sonst noch jemand bekannt geworden? Ja, also von der Leitung oder ich habe sehr die Verwaltung, also was unsere direkte vorgesetzte Behörde hier war, damals der Amtskommissar war ja mein direkter Vorgesetzter. Ja. Ich war ja lediglich wirtschaftlich und disziplinär dort unterstellt. Ich habe sogar im
Bürgermeisteramtsgebäude gewohnt. Nicht? Also ich habe praktisch keinen Kontakt gehabt. Haben Sie einmal gesehen, wenn Transporter angekommen sind? Ja, das hat ja jeder gesehen, kann man sagen. Und von wo aus haben Sie das beobachtet? Die Bahnlinie ging ja Mitte durch das ganze Gelände. Ja. Ja. Wo wurden denn damals die Leute ausgeladen? Ja, am Rangierbahnhof oder was das war, ich weiß noch nicht. Aber da war das Lager Birkenau noch nicht? 42, ja. Im Hintergrund hat man gesehen, Lager, das war ja Sperrgebiet, da ist ja niemand hingekommen. Und wo haben Sie denn gesehen, dass Leute ausgeladen worden sind? Wo haben Sie damals gestanden? Ja, das war einmal, da ging ich spazieren von einer, da ging eine Überführung über die Eisenbahn. Ich weiß nicht, war das Richtung Birkenau. Bis dahin konnte man gehen. Da sind die Züge, ist ein Zug eingelaufen. Und was konnten Sie da beobachten? Ja, ich habe nur gesehen, dass da ein Zug eingelaufen ist und ich habe gehört, es sei ein Transport. Damals habe ich ja noch nicht gewusst, was das bedeutet. Ich war immer noch der Auffassung, es handelt sich tatsächlich, die Menschen werden hier gesammelt und sollen da angesiedelt werden. Ich habe den Eindruck gehabt, jeder hat sich vor dem anderen zurückgehalten. Jeder hat sich scheinbar gefürchtet, irgendetwas zu sagen. Ja, und da kam also dieser Transport an. Haben Sie da irgendetwas beobachten können, ob da die Leute eingeteilt und aussortiert worden sind und weggebracht worden sind? Das haben Sie nicht beobachtet. Ja. Nun sagen Sie, wie Sie nun weggekommen sind von dem Lager, wann war denn das? Das war gleich im Januar. 1943. Nein, ich meine, wie Sie evakuiert worden sind. Ja, das war nach der, wann war das? Im Januar. Januar 45. Ja. Nun gehörten Sie ja an für sich nicht zum engeren Lager. Nein, mit wem ich habe vollkommen in der Luft gehängt. Ja? Ja. Und mit wem wurden Sie evakuiert? Ja, da hat mich abends der Spieß von der Standortkommandantur angerufen, ich soll mich fertig machen. Und jetzt weiß ich ja auch nicht, wem soll ich nun gehorchen? Die Leute von den 7 Dörfern, die brauchen doch Lebensmittelkarten. Und da habe ich mich mit dem Bürgermeister, der Obersturmbannführer Mickel, war schon gar nicht mehr da. Ich saß noch ganz allein da unten. Das Personal war schon weg. Und scheinbar hat man mich vergessen. Und da habe ich den Bürgermeister der Stadt Auschwitz angerufen. Er soll doch hier die Betreuung mit übernehmen. Aber die Ausgabe war ja der Lebensmittelkarte war ja Ende Januar und da war ja niemand mehr da. Und da hat mich der Spieß da angerufen und ich habe mich dann einem Dreck von der Standardverwaltung angeschlossen. Das war ein Oberscharführer Sirik. Der hat es war ein Pferdetransport. Und mit denen bin ich dann losgezuckelt. Da waren einige Häftlinge dabei, auch es waren Menschen aus allen Nationen, auch Juden waren dabei. Wie kamen die denn dahin zu Ihnen? Bitte? Wie kamen die denn zu diesem Transport? Sie waren doch außerhalb des Lagers. Ja, die haben mich mitgenommen. Ach, die haben Sie mitgenommen? Ja, ja. Der Stabschaffierer sagt, ich soll mich denen anschließen. Ja. Ja. Und das waren scheinbar aus das Personal von so einem Magazin, denn die haben mir erzählt, sie hätten da schon jahrelang gearbeitet. Ne? Und mit denen bin ich dann bis nach Gablonz gezogen. Und von dort aus? Von dort aus kam ich. Sind Sie mit einem Maschinentransport? Was verstehe ich denn darunter? Das waren Druckmaschinen.
Ja. Ich habe gebeten, das war ein Unterscharführer, der eine Druckerei dort geleitet hat im Lager. Und der hat mir erzählt, die kämen dorthin. Dann habe ich gesagt, er soll mich doch fahren lassen. Meine Frau, die war da oben in der Nähe von Bad Kissinger evakuiert. Und ich wusste, dass sie in dieser Zeit niederkam. Und ich habe ja schon ein halbes Jahr nichts mehr gehört. Und dann hat er mich da mitfahren lassen. Das heißt, ich habe dann diese Maschinen, also Druckmaschinen, es war ein verschlossener Waggon, bis nach Berga Kelbra am Harz war das. Und dann fuhr ich zurück in der Nähe von Bad Kissinger, habe meine Frau dort besucht. Das Kind war auch zur Welt gekommen. Und anschließend fuhr ich in die Nähe von Weiden in der Oberpfalz. Da war die Abwicklungsstelle der Standortkommandantur. Von Auschwitz? Ja, ja. Und von dort aus wurde ich dann in Marsch gesetzt nach Berlin und kam von Berlin sofort in der selbe Tag oder Nacht nach Iglau zum 17. Panzergrenadierbataillon. Mhm. Und von da aus mit einem Marschbataillon dann runter in die Steiermark. Mhm. Und da habe ich dann das Ende erlebt, die Kapitulation, und ging dann anschließend in amerikanische Gefangenschaft. Da kamen Sie nach Dachau? Ja, aber erst später. Ich glaube 46. Ich habe wahrheitsgemäß meine Angabe immer gemacht. Ich habe immer das angeführt. Und in Dachau war auch eine polnische Untersuchungskommission tätig. Ja, das war das War-Crime, diese Kriegsverbrecherkommission. Ja. Da wurden wir untersucht, also überprüft. Ja. Ja. Und da hat man an Ihnen keinen Anstoß gefunden? Ja. Ja. Ich wurde vernommen, aber ich habe nie was gehört. Und 1948 wurden Sie aus der Gefangenschaft entlassen? Ja. Nun nochmal zurückzukehren auf den Angeklagten Mulka. Sie haben den Angeklagten nur ein einziges Mal erlebt, und zwar damals, wie er Sie da angehört hat, wie Sie sich gemeldet haben. Wie ich mich gemeldet habe. Sonst haben Sie nicht erlebt? Nein, nein, nein. War er damals sehr recht hart zu Ihnen? Hat er Sie da angeherrscht? Genau, wie das so bei Militär war. Sicher hat Herr Mulka auch nach seinen bestehenden Vorschriften gehandelt. Nicht? Also ja, also an und für sich war doch, oder müssen Sie doch von der heutigen Sicht aus sagen, dass Sie bei dieser Gelegenheit recht gut weggekommen sind mit dem Verweis. Ja, heute muss ich das sagen. Nicht? Denn Sie wissen doch genau, dass damals nicht lang gefackelt wurde, namentlich bei SS-Leuten. Ja, das war. Und wenn Sie damals wirklich gemeldet worden wären vor einem SS-Polizeigericht, wäre vielleicht schlechter ausgegangen. Ich muss sagen, Hohes Gericht, ich habe immer wieder gute Menschen getroffen. Und ja, das mag ja sein, Herr Zeuge. Ich frage nur deshalb, haben Sie den Eindruck, dass der Angeklagte Mulka hier besonders fanatisch oder besonders bösartig Ihnen gegenüber gehandelt hat? Das möchte ich nicht sagen. Das möchten Sie sagen. Gell? Ich habe keine Frage mehr. Herr Staatsanwalt. Herr Damm, wenn ich Sie recht verstanden habe, war es so, dass Sie aus dem Urlaub zurückgekommen sind und dann zu dem Angeklagten Mulka bestellt wurden. Ja. Und dann nochmals erscheinen mussten, und da wurde Ihnen die Strafverfügung ausgehängt. Ja. Haben Sie noch eine Vorstellung, von wann bis wann Sie damals Urlaub hatten? Das hat er gerade eben gesagt. Es waren 8 Wochen, circa 8 Wochen war es. Um die Jahreswende. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Das war so schreckliche Tage dort für mich. Ja. Schauen Sie mal, ich habe hier Ihren Urlaubsschein von damals. Der geht vom 23. November bis 28. Dezember. Kann das stimmen? Ja. Schauen Sie sich das doch mal an, ob Sie damals, Sitzender Wachtmeister, ob Sie ihn damals sowas in der Hand gehabt haben. Der ist dann verlängert worden. Zuerst vom 14. November. Bis zum. Ja. Ja, also. Haben Sie Weihnachten noch zu Hause verbracht? Weihnachten.
ja, zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich, glaube ich, zurückgefahren. Geben Sie bitte den Weg. Zwischen Weihnachten und Neujahr sind Sie rausgefahren nach Auschwitz. Ja, muss es gewesen sein. Ja. Und wie lange hat es gedauert, bis Sie zu dem Angeklagten Mulka gerufen wurden? Ich nehme an, dass es gleich am nächsten Tag, also nach meiner Ankunft war. Ja, also gleich am, zu Beginn ja. des Jahres 43 ja. dann. Ja. Nun habe ich noch folgende Frage, Herr Damm. Können Sie sich erinnern, dass Sie seinerzeit in Auschwitz Unterschriften geleistet haben unter Verpflichtungen, deren Inhalt dahin ging, dass Sie Häftlinge nicht misshandeln dürfen und dass das Leben eines Häftlings in der Hand des Führers liegt und dergleichen? Können Sie sich daran erinnern? Ja, ich habe so viel Erklärung und Eiden leisten müssen, also ich, ja. Herr Damm, ich zeige Ihnen mal hier aus Ihren Personalakten Fotokopien von drei solchen Verhandlungen, die Sie unterschrieben haben. Ja. Sehen Sie sich doch bitte mal an, ob Sie sich daran erinnern können, dass Sie das mal unterschrieben haben. Ist das denn Ihre Unterschrift? Ja, ja, ja. Können Sie sich erinnern an diese Vorgänge? Ja, das ist schwer. Das ist schwer. Schwer. Ja. Herr Damm, können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, wo das Zimmer des Adjutanten Mulka war damals? Nein, das kann ich nicht sagen. Ob das zum Lager hin lag oder zur Straße? Das kann ich nicht sagen. Können Sie sich daran erinnern, ob die SS-Führer, die in der Verwaltung untergebracht waren, an ihren Türen Aufschriften hatten mit dem Namen? Das weiß ich auch nicht mehr. Das wissen Sie auch nicht mehr. Können Sie sich daran erinnern, ob der Adjutant Mulka damals eine Brille getragen hat? Nein, das kann ich mich nicht erinnern. Da können Sie sich nicht dran erinnern. Gut. Dankeschön. Herr Vorsitzender, ich habe dann hier noch aus den Personalakten des Herrn Damm zwei Funksprüche, die im Zusammenhang mit seiner mit dem Urlaub stehen und mit der Verlängerung. Auf diesen Funksprüchen ist ein Stempel Konzentrationslager Auschwitz Kommandantur Eingang. Und dann kommen verschiedene Abteilungen, die das abzeichnen. Ich möchte diese beiden Funksprüche dem Gericht vorlegen und Sie bitten, Herr Vorsitzender, da der Angeklagte Mulka Fragen von mir nicht beantwortet, muss ich Sie leider bitten, dem Angeklagten den Spruch Nr. 60 vorzuhalten und auch den Spruch Nr. 33 und anzugeben, ob es sich insbesondere bei dem Spruch Nr. 60 um seine Paraffe handelt, auf dem Eingangsvermerk und ob er die Paraffe, die anderen Paraffen, die dort zu sehen sind, erinnern kann. Steht diese Urkunde im Zusammenhang mit dem Urlaub des, ja. des Zeugen? Ja. Ja, also zwei Fotokopien, die vielleicht dem Angeklagten Mulka mal vorgelegt werden sollen, möchte sich erklären, ob hier diese, wo soll da diese Paraffe sein von dem Angeklagten? 60, das könnte ja. die Paraffe von dem Angeklagten Mulka sein. Ja, Moment, wo denn? Hier stehe ich also Funkstellen leider, das ist er bestimmt nicht. Ja, oben ist ein Eingangsstempel. Oben ist ein Eingangsstempel. Konzentrationslager Auschwitz, 19. November 1942. Ja. Und dann ist da in Kästchen eingeteilt die einzelnen Abteilungen.
Ja, da ist Adjutant, Kommandant, Adjutant und dann kommt ein Fach, das ist das mit 1a, mit 1a. Einem W oder sowas. Ja. Aber wo soll denn da Mulka und seine Paraffe hingesetzt? Das könnte die Paraffe von Mulka sein. Das, also hier, Herr Direktor, das seine Paraffe ist. Dürfte ich nicht darum bitten, dass diese Fotokopien erstmal den Verteidigern zur Verfügung gestellt werden? Ja, Herr Richtmal, ich muss nur wissen, warum ich sie Ihnen so... Ja, natürlich, aber ich würde darum bitten, dass sie zunächst einmal mir zur Verfügung gestellt werden, bevor es dem Angeklagten Mulka vorgehalten wird. Bitte sehr, bitte sehr. Und hier ebenfalls, ja? Geben Sie es dem Herrn Rechtsanwalt Dr. Stolling 2. Sind sonst noch Fragen zu stellen? Keine Fragen, ja. Keine Fragen mehr. Herr Rechtsanwalt, haben Sie noch Fragen zu stellen? Bitte schön. Ja, ich habe eine Frage an den Zeugen. Herr Zeuge, Sie sagten vorhin, Sie seien bei Urlaubsrückkehr, wenn ich Sie richtig verstanden habe, also bei der Rückkehr von Ihrem sogenannten Arbeitsurlaub freiwillig zum die Kommandantur gegangen, hätten den Vorgang gemeldet, der sich während Ihres Urlaubs ereignet hat. Habe ich Sie da richtig verstanden? Der Gerichtsoffizier der Standardkommandantur Kaiserslautern hat mir den sozusagen Rat gegeben. Befohlen, also ich soll mich unbedingt sofort melden. Und da haben Sie sich gemeldet bei dem Adjutanten Mulka, wenn ich Sie richtig verstanden habe. In das Geschäftszimmer der Kommandantur gegangen und die haben gesagt, Hauptsturmführer Mulka. Und bei der Aushändigung dieses Strafverweises war der Angeklagte Mulka Ihrer Erinnerung nach nicht zugegen. Es stand, war nicht zugegen. Nein. Herr Zeuge, dann halte ich Ihnen Ihre Vernehmung vor vom Herrn Untersuchungsrichter vom 27. April 1962, Blatt 12.240, dort Absatz 2. Da haben Sie Folgendes gesagt. Ich erhielt einen strengen Verweis. Der Verweis vom 5. Januar 1943 ist zwar von Höss unterschrieben, Höss hat mir aber persönlich den Verweis nicht erteilt, sondern sein damaliger Adjutant Mulka. Mulka hat mich gewaltig angebrüllt. Heute sagen Sie es anders. Was ist nun richtig? Tja, Herr Verteidiger, es mag sein, aber das waren so schreckliche Tage für mich. Ich weiß, es waren einige Leute in dem Zimmer, es war auch ein Offizier dabei, aber ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, wer es war. Sie haben damals gesagt, Sie seien gewaltig angebrüllt worden auf die Frage. Herr Vorsitzender, haben Sie gesagt... Ich habe vorhin gesagt, wie es beim Militär üblich ist. Ne? Herr Zeuge... Der Ton war... Also ein militärischer Ton? Militärischer Ton, ja. Nicht ein bösartiger Ton? Na, das will ich nicht sagen. Herr Zeuge, Sie waren Mitglied der Partei seit 1931. Kennen Sie den Inhalt des Programms der Partei bezüglich der Judenpolitik der NSDAP, so wie sie beabsichtigt war? War Ihnen bekannt, was das Ziel der NSDAP war im Hinblick auf die Behandlung der jüdischen Rasse? Herr Verteidiger, ich habe mich nie um Politik gekümmert. Mein Bestreben, ich war beseelt in das Kommunalwesen. Das war für mich das Schönste, was sie überhaupt gegeben hat. Herr Zeuge, das war nicht die Frage. Die Frage war von mir, ob Sie den Inhalt des Programms der NSDAP im Hinblick auf die Behandlung der jüdischen Rasse kannten. Antworten Sie doch bitte mit Ja oder Nein. Das ist für mich eine Todessache, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Das Programm, Sie meinen nicht, sich zu erinnern, das Programm zu kennen. Es kann aber sein, dass Sie es kannten. Es kann sein, dass ich das gekannt habe. Hatten Sie ein inneres Gefühl dafür, was die NSDAP hinsichtlich der Juden für eine Einstellung hatte, eine positive oder eine negative? Herr Rechtsanwalt, ich glaube, es ist niemand hier in dem Saal, der die damalige Zeit erlebt hat, für den diese Frage akut ist. Ja, aber der Zeuge sagt, er sei erschüttert gewesen, Herr Zeuge. Wann haben Sie zuerst erfahren in Auschwitz, dass dort jüdische Menschen... Aber Herr Rechtsanwalt, ich verstehe Sie wirklich nicht.
Sehen Sie mal, der Zeuge hat gesagt, ich war erschüttert über die Bilder, die ich dort gesehen habe. Ich war erschüttert über das, was dort sich tat in dem Lager. Ja. Das hat auch nichts damit zu tun, dass der Zeuge natürlich wusste, dass die Juden im Dritten Reich nicht gerade zur Persona grata avanciert waren. Das war ja auch nicht mehr meine Frage, Vorsitzender. Meine Frage ging dahin, wann der Zeuge das erste Mal in Auschwitz erfahren hat, dass Juden getötet worden sind. So genau habe ich das nicht herausbekommen. Na, also wann Sie das zum ersten Mal erfahren haben sollen? Ja, das kann ich auch nicht genau sagen. Und eine letzte Frage, Herr Zeuge. Blieben Sie bis zum Ende des Krieges disziplinar mit dem Kommandaturbereich Auschwitz verbunden? Ich habe Ihre Stellung, ist mir noch nicht klar, Ihre organisatorische Stellung. Ja, das war auch eine Sonderstellung. Ne? Das, ich war in einer reinen kommunalen zivilen Dienststelle tätig. Und das für die 7 Dörfer, die Bewohner, die zu 70% aus Polen bestanden, genau wie es hier auf dem Rathaus oder es sonst in einer Bürgermeisterei ist, ja. Genau dieselbe Tätigkeit habe ich dort auch ausgeübt. Ja. Ich war Uniformträger und war wirtschaftlich und disziplinär dem Leiter der Standardverwaltung. Ich habe keine Frage, sein, Herr Stolting, also gibt es nur eine Frage aus der EU-Kunde? Keine Frage. Ja, nun, Herr Dr. Stolting, Sie wollten zunächst diese Sprüche, da diese Funksprüche vorgelegt haben. Ich habe sie gesehen, Herr Direktor, ich habe dazu nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Und wie ist es nun mit Ihnen, Angeklagter Mulka? Sie haben mir hier Ihre Paraffe auf einem Stück Papier mitgeschickt und ich habe Sie zu fragen, ob Sie auf diesen Funksprüchen eine Abzeichnung vorgenommen haben. Nein. Also auf diesem einen Spruch Nummer 33, da könnte das unter Umständen Ihre Paraffe sein, aber Sie müssen das ja besser wissen als ich. Das sieht viel mehr wie ein W aus, Herr Vorsitzender. Das ist auf dem 60er, das ist richtig. Aber auf dem Nummer 33, da ist eine Paraffe, die vielleicht der Ihren entsprechen könnte. Ja, darf ich das noch mal sehen? Ich habe das vielleicht in der Eile jetzt eben nicht so genau beachtet. Ich glaube, in der Rubrik in der zweiten, das ist doch die Rubrik für den Adjutanten. Ja, das ist nicht meine Frage. Hier ist es in der dritten, aber dort ist, glaube ich, in der zweiten drin. Hier ist in der zweiten eine Paraffe und dann ist sonst... Nein, ich meine die vordere, also die in der zweiten Rubrik, wo der Kasten drin ist, Adjutantur. Nein, das ist nicht meine Paraffe. Nicht Ihre Paraffe. Herr Staatsanwalt, legen Sie Wert darauf, dass wir diese Urkunden verlesen? Nein, Herr Vorsitzender, ich möchte darum bitten, dass mir die beiden Funksprüche und die von dem Angeklagten Mulka gefertigte Paraffe jetzt für Vergleichszwecke zurückgegeben werden. Bitte sehr. Und ich bitte darum, den Angeklagten Mulka zu fragen, ob er, da er während seiner Zeit in Auschwitz ja seine Schrift verändert hat, er hat ja damals Deutsch geschrieben, jedenfalls einen ganz anderen Schriftstil während seiner Zeit in Auschwitz gehabt, ob die Paraffe, die er Ihnen jetzt vorgelegt hat, ob die der Paraffe entspricht, derer er sich damals in Auschwitz bedient hat. Wie ist das, Mulka? So ist es. Ja. Ja. Also, Zeuge, der Herr Staatsanwalt hat Ihnen hier verschiedene Dinge vorgelegt, von denen Sie sagten, ich habe damals so viel unterschrieben und so viel Verpflichtungen abgeben müssen. Ich weiß nicht mehr genau. Ihre Unterschrift ist es auf dieser Verhandlung. Ja, die haben Sie anerkannt. Ja. Und dann wäre ich doch dafür, dass wir diese Verhandlungen mal verlesen. Was ich ausdrücklich beantragen möchte. Ja. Einverstanden, ja, dass wir die verlesen. Es ergeht Beschluss, die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten und als Anlage zum Protokoll beigefügten 3 Verhandlungen vom 10. Februar 1943
vom 22.11.43 und vom 3. Januar 44 sollen verlesen werden. Verhandlung über die Verpflichtung des SS-Sturmmanns Ludwig Damm. Ich wurde am 10. Februar 1943